kann und dann vielleicht auch das ein oder andere. Von wem denn? Wir müssen nämlich pünktlich weg, die Jungs. Ihr wisst, Männer kommen immer unpünktlich und wir müssen dann auch darauf haben, dass sie einmal kommen. Ja, Jungs, erstmal, wie war es, das Ganze zu drehen? Männertag ist ja wohl ein Traumjob, oder? So ein Film zu drehen. Absolut, ja. Es war natürlich schon so ein bisschen Klassenfahrt, ja klar. Also viel Testosteron und Axel Stein auf einem Fleck. Also es war tatsächlich wirklich witzig. Also wir haben uns 8 Wochen im Wald rumgetummelt und so und wir haben viel Spaß gehabt, wirklich. Ja, haben Sie auch. Vatertag, was macht ihr denn da so privat? Männertag, sieht das genauso aus? Also ich feiere Männertag jetzt nicht so, würde ich sagen. Also, nee. Also ich fahre jetzt nicht mit dem Bollerwagen irgendwo hin und ziehe dann eine Kiste Bier hinter mir her. Aber wer das macht, okay. Was machst du denn? Bist du denn zu Hause? Weiß ich nicht. Was ist ein Männertag? Hier dieser Vatertag. Ja, im Mai oder so. Das ist ja. Genau. Du weißt nicht, wo ich da bin, wieso? Weißt du, kannst du nicht mehr. Alles klar. Wir wissen, worauf du hinaus willst. Sag mal, Milan, Bierbike? Du bist so ein bisschen eigentlich der seriöseste von allen, glaube ich. Hey. Es wirkt zumindest so. Bierbike, hast du das schon mal gemacht? Meinst du vor dem Film? Ja. Nein, danke. Nee, habe ich nie gemacht. Fand ich auch immer peinlich, wenn ich so Leute gesehen habe mit einem Bierbike auf der Straße. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht ein gutes Thema für einen Film ist. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Männerabend, wie sieht bei dir so ein klassischer Männerabend aus? Viele Frauen. und bei dir, Tom? Bei dir? Du bist ja super sportlich. Ich gehe ja jetzt nicht davon aus, dass du dir jeden Abend da die Hucke voll saust und dein Kugel. Nee, also bei mir ist ein Männerabend natürlich in erster Linie viele Männer. Ist ja klar. Und ui, krass, was ist denn hier? Ui, ha, ha, ha. Und nee, also das mit dem Männertag, ja, also am besten man hat halt ein paar Bier und einen Garten und einen Grill und gutes Wetter. Und Fußball. Und eine Kröte. Ja, könntest du mit einer Kröte nochmal kommen? Wer hat sich denn die Szene ausgedacht? Ich nicht. Oh, sorry, jetzt hab ich wieder... Das war echt gemein, wo der Kristall nicht da ist, ja. Was war denn euer letzter Hangover? Wollen wir doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich trinke ja kaum was. Seit dem letzten Hangover. Ja, genau. Nee, ich trinke ja gar nicht so viel, muss ich sagen. Und Mina? Ich leider schon. Also bist du eher der Dieter von denen in Wirklichkeit gewesen? Komm. Nee, der letzte Hangover war wirklich während der Dreharbeiten. Wahrscheinlich. Warte mal. Glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern. Ich werde gerade ernüchtern. Also. Ja, aber sag mal, die ganze Zeit Bier getrunken auf diesem Bierbike, was ist denn da wirklich drin? Ihr trinkt doch da nicht wirklich Bier die ganze Zeit. Was ist da drin? Apfelsaft? Richtig, ich glaube, da ist Apfelsaft drin, ja. Hast du es gar nicht getrunken? Wir haben davon doch, das, ich meine, wir haben das ja durch sämtliche Gläser hin und her geschüttet und das ist durch sämtliche Münder geflossen und dann wieder raus und dann wieder ins Glas rein. Also naja, man das Trinken dann schon eher vermieden, glaube ich. Also. Aber wir haben es uns gegenseitig ins Gesicht gespuckt, hauptsächlich, ja. Es hat nach Apfelsaft gerochen, ja? Ja, hinterher nicht mehr, aber die Substanz war dann Apfelsaft, ja. Okay, habt ihr Fragen an die Männer? Wer traut sich die erste?